Hallihallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge der Kronos Contest mit eurem Kronos Staff. Und wie ihr seht, ich befinde mich gerade in unserem Imperator Neubau, der weiterhin eine Baustelle ist. Also macht euch keine Hoffnung, der ist nicht fertig. Und wir haben es heute mit dem sogenannten Viertelfinale zu tun. Und zwar hatte ich von euch ja Küchen gefordert, Küchen der Queen Mary. Und da haben wir logischerweise jetzt natürlich vier Küchen, Viertelfinale, ich meine, es ist nicht so schwierig. Und ich werde mich gleich mal auch auf die Drehkulisse hier begeben. Da haben wir die Jury. Ja, in alter Manier. Und heute ist auf jeden Fall eine interessante Runde. Viertelfinale ist nicht nur ein Fingerzeig dafür, dass wir halt hier jetzt nahe Richtung Finale kommen und nahe Richtung Ende des Cross Contest, sondern ab dem Platz 3 werden ja auch Sachpreise vergeben. Das wisst ihr ja und deshalb wird das für mich auch heute interessant, weil wir haben ja noch einen amerikanischen Kollegen hier innerhalb der Kandidatenschaft vertreten und demnach wird sich dann auch meine Bestellung von Artikeln richten. Deswegen möchte ich auch gleich mal, da wir jetzt hier alle gerade zusammengekommen sind, auch die Kandidaten nochmal bitten, mir vorläufig oder rechtzeitig Bescheid zu sagen, wenn Sie ein Problem mit einer Versandadresse haben. Weil wie gesagt, ich habe es ja schon mal in der Einleitung des Kronos Contest gesagt, ich brauche quasi eine Adresse, an die ich eure Preise schicken kann. Das betrifft natürlich nur die Kandidaten auf dem dritten Platz, zweiten Platz, ersten Platz, ne, auf dem Siegertreppchen. Aber ich brauche Adressen und wenn da jemand von euch schon weiß, dass da ein Problem auftreten wird oder so, dann sollten wir das lieber vorzeitig klären. Also bitte mich kontaktieren. Robin kann das auch nochmal Doku sagen, irgendwie, ne? Dass da halt ich auch die Adresse quasi von Doku bräuchte, wenn er denn weiter wäre. Weil dann muss ich ja irgendwas in die USA, muss ich ja was schicken. Also ich brauche auf jeden Fall Adressen. So. Und keine Sorge, ist natürlich alles vertraulich, ich habe schon mal gesagt. Aber auf jeden Fall, falls da Probleme auftreten, müssen wir es vorher klären. So. Wir haben die Küche. Was erwartet ihr euch von der Küche heute? Kuchen. Was? Kuchen. Kuchen. Und Brot. Kuchen und Brot. Okay. Und dass man da drin kochen kann. Wo sind denn wo sind denn die designierten Küchenexperten? Ich meine, Michel wird da sicherlich eine gewisse Federführung übernehmen. Also es sollten auf jeden Fall abwechslungsreiche Geräte sein. Nicht immer dieselben Steinblöcke. Mhm. Wie viele Punkte ziehen Werkbänke. Wie viele Punkte ziehen wir ab, wenn Werkbänke verbaut wurden? Alle. Minus 150%. Richtig. Sofort disqualifiziert. Sofortiger Rauswurf. Okay. Also wenn wir Glück haben, ist die nächste Folge schon die letzte. Okay. Ja, also wir haben es wieder so gemacht. Wir werden jetzt gleich wieder auf eine Map drauf gehen. Da werden wir vier schwebende Küchen vorfinden. Und ja, wir werden das so machen, wie wir es in den letzten Folgen auch schon gemacht haben. Das System ist bekannt. Sind bei euch jetzt noch irgendwelche Fragen? Nein. Okay, dann können wir direkt drauf gehen. Alles klar. Da wären wir also und ich würde sagen, wir fangen gleich mal hier an. Ihr seht schon, es ist übersichtlich. Es sind vier Einsendungen. Und hier haben wir erstmal die Küche von Sun. Also, gönnen wir uns das? Bitte macht der Kamera etwas Platz. Ganz, ganz kritisch. Ich weiß, dass der Boden eigentlich nur rot ist. Also Komma und Komma das mit DOS. Ja. So, Komma ich brauche die Map. Ich muss mich orientieren. Ja, ich brauche auch den Bauplan. Das ist los. Ich tue euch erstmal einen Gefallen und hau wieder meinen Shader raus. Damit warte, wir hier. Wo kommen wir hier jetzt rein auf den Plan? Rechts. Rechts, rechts unten. Damit wir hier halt was sehen können, ne? Okay, ich kann jetzt schon eine Prediction sagen. Was denn? Mir, also ich habe ja schon Dokus gesehen und wenn alles so wird wie das hier, Doku, dann tut's mir leid. Aber wir haben noch Hoffnung. Ja, noch haben wir nicht alles gesehen. Das ist ja der erste jetzt, den wir sehen. Ich meine, du hast Doku schon gesehen, ich noch nicht. Ja. Also von daher. Aber wir müssen erstmal hier erstmal appreciate. Hm? Also das finde ich hier ein bisschen hier. Also wir haben hier schöne Sachen überall liegen. Das ist gut. Was ist denn das hier? So ein Servierwagen mit Kuchen. Wer hat Kuchen bestellt? Janis. Ich ich bin durch. Sun 1 und cool. Damn, fuck, also die Küche ist extrem gut. Also. Oh, hier ist eine Treppe. Sind das hier so Firehoses? Okay, also es ist klar, dass man das
nur mit Grau auch darstellen kann. Sollen das tatsächlich Totenköpfe sein oder ist das? Also ich würde an eurer Stelle, ich würde erst außen rumgehen komplett und dann, weil sonst wird es zu kompliziert. Also außen ist ganz. Also wem laufe ich jetzt eigentlich hinterher? Ist gerade, ich laufe jetzt mal Robin hinterher. Und Michael. Gibt's hier Food? Oh, es gibt sogar Foods. Nice. Ich finde diese Hydrantenanschlüsse finde ich. Michael, merken Sie sich mal die ganzen Designs, das ist wichtig. Das sind auch gerade interessante Köpfe hier, vielleicht nehme ich mir was mit. Ja, ist eine Plates Gallery. Ich merke, bei solchen Bauten merke ich immer wieder, dass ich einfach zu wenig mit Köpfen arbeite, eigentlich gar nicht. Also ein bisschen was dürfen sie machen, Drash. Scheiße, ist das die Kontext- das liegt halt daran, dass ich keine Köpfe bei mir habe im Singleplayer. Aber das kann man ändern. Irritiert mich die Form so ein bisschen. Also der Grundlocker ist hier ein bisschen zu groß. Das heißt Larder, nicht Lorder. Vielleicht, Drash, können wir ja mal dein Inventar programmieren, weil du kannst dann map-übergreifend in deinem Inventar im Singleplayer Köpfe mitnehmen. Hier sind sogar Hitzethermostate. Der ist etwas zu groß. Das sind sogar Thermostate, Alter. The fuck, das ist schon geil. Also wie Sun. Ist das immer Sun, ne? Das ist schön detailreich, aber die Größe passt nicht so wirklich. Also hier in den Raum reingehst, dann ist der Locker ein bisschen zu groß. Ja, also das ist doch Sun, Max, oder? Ja, das ist Sun. Uff, warte, wo ist hier die Tür? Ach, da. Also das ist... gar nicht mehr hinterher mit den ganzen Bildern. Oh Gott, also ich glaube, ich gebe es auf den Plan zu schauen, da verwirre ich mich nur. Ja, was? Ich würde sagen, wir sehen uns in der Küche! Ja, ich weiß nicht, Deckpläne sind für mich sowieso immer verwirrend, egal von was. Okay, hier, wir müssen noch kein Schiff machen. Weiß nicht, muss das so? Selbst das ist ein detailreicher Locker, Alter. Ja, das ist überall. Jo, okay, hier ist ein, ich glaube hier ist ein Copy-Fehler passiert, aber der ist verkratzt. Nein, die Tür. Copy-Fehler? Warte. Ja, die halben Türen sind schon gewollt. Das ist ein Erste-Hilfe-Kit. Nein. Hier hinten, guck mal. Hier sind wir doch noch gar nicht. Hier ist ein Erste-Hilfe-Kit oder First-Aid-Kit. Ach ja, diese Lampen, die habe ich auch verbaut bei mir. Ich glaube, das soll nicht so sein, ne? Das ist auch das Disco-Licht auf Max Raum. Was? Ja. Also meine Schotten gehen mit Disco-Lichtern zu. Ich glaube, die Tür soll eigentlich andersrum stehen. Da dran stehen. Glass and China. Soll ich sie mal zum Küche bauen? China! Exit. Also hier auch. Also das mit den Halbtüren, ja, das ist gewollt, aber dass sie so hervorstehen, glaube ich nicht. Arme Schwein. Es hängt in der Theke. Das soll geschlachtet werden, Janis. Ah, hier sind auch schon Kreuze aufgegangen, es ist ein Toaster. Ja, das sind Kreuze drauf. Also ich weiß nicht, ob das mit den Türen so sein soll. Nein, ich glaube auch nicht, dass das so sein soll. Mir sind die ganz normal. Es wäre gut, wenn ich jeder durch mich durchlaufen würde. Ich weiß, es ist ein bisschen enger an manchen Stellen, aber bitte achtet darauf. Bei mir sind die Türen auch normal. Mhm. Das ist auf jeden Fall geil. Ja. Baker's Shop. Ach ja gut, wir haben unseren Gewinner, da brauchen wir auch gar nicht mehr weitergucken. Ja, warte mal, ich glaube, Portalus hat wie die Sau rausgelassen, deswegen. Ich wollte gerade sagen, aber es ist auf jeden Fall, wir sind jetzt hier auch schon bei so einer Portalus-Richtung angekommen, wo ich auch sagen würde, es ist auf jeden Fall so geil, aber wenn das auf der richtigen Queen Mary eingebaut aber, ist... Aber hier in der Ecke, ne, ist ein bisschen dunkel, finde ich. Ja. Also hier hätte ich nochmal irgendwo ein Licht hin können. Und Max, jetzt stellen Sie sich mal, dass die richtige Queen Mary in Minecraft vor voll ausgebaut. Vielleicht ist die 1.14 ja ein bisschen besser, was die Performance betrifft. Also es ist sowieso schon, aber vielleicht auch ja, in aber Bezug tragen auf wir Entities. Das trotzdem niemals eine Version. Ja. Allein diese Küche, ne? Das geht doch. Also ich meine, hier sind nicht so viele Köpfe drin. Aber Robin, diese halbierten Türen und so ziehen auch FPL. Ja, stell dich mal vor, man lässt halt die halbierten Türen weg. Ja, da könnte man in 1.14 die Falltür dran machen, die verschiedenen. Das stimmt. Da war und die Köpfe muss man auch nicht alle machen, das kann man zum Beispiel diese Anschlüsse hier, kann man auch anders, vielleicht mit dem einfach einen Knopf ran oder so. Das sieht immer noch gut aus, da kann man einfach reduzieren. Dann also bis jetzt habe ich noch nicht, eine einzige Werkbank gefunden. Das ist sehr gut. Also wenn man wieder einen Hahn im Hintergrund hört, ja, es ist... Das ist der Hahn. So. Der Grünkohlsaft, ja, wie geil. Gut, wir sind außen durch, jetzt gehen wir mal. Ja. Hier ist Aufzüge, gut. Also hier hat das nur so Wind so ganz schnell flüchtig dran geschrieben ist. Also ich denke mal, dass wir jetzt so ziemlich alles gesehen haben, zumindest einen guten Eindruck bekommen haben von der Küche. Hier hat jemand ordentlich vorgelegt und deshalb würde ich sagen, kommen wir zu Creeper Freak.
Da müssen das wir... dahinter? Ja, direkt daneben. So. Uff. Ich hab dann auch schon alles gesehen. Das ist ein bisschen... Warte. Warte, wo seid ihr? Das Ding ist ja niedrig. Nee, guck dir mal die falsche Richtung. Richtung an, eben. Wie soll er dann die Rohre darstellen? Das sind das? Nee. Nein. Ja, das ist also. Jetzt fies, ne? Jetzt kommt man hier rein, da wirkt das alles so extrem schlicht. Ja, das ist schon ein bisschen böse. Also sagen wir mal, die Farben sind halt auf jeden Fall richtig. Warte, ich bin verwirrt. Sind richtig. Hä, da fehlt doch was. Wo ist der Eingang? Moment. Also der Boden ist jetzt auch okay, auch ohne Fliesenmuster. Ja, ist auch ohne. Aber ein paar nette Designs hat er auch schon hier. Ich meine, das ist halt ein bisschen schlichter, aber ich würde es auch eher schlichter, nicht ganz so, aber in die Richtung bauen. Und uff, ja, das ist mir jetzt fast wieder ein Ticken zu schlecht. Ja. Das ist teilweise ganz nett, aber... Also es sind halt hier diese offenen Flure sind halt irgendwie... Es wirkt ein bisschen leer, weil auch an der Decke nichts klebt. Na, sind die Flure vielleicht... Wie gesagt, es ist halt ein richtig böser Vergleich, weil wir jetzt gerade Suns überdetailliertes Interieur gehabt haben und jetzt kommen wir hier rüber. Ich glaube, wenn der Plan so durchgeht, wie ich mir das jetzt gedacht habe, mit den einzelnen Kandidaten, so, danach Portal ist dann Doku, dann haben wir eine Achterbahnfahrt vor uns. Also... Ich habe, glaube ich, angefangen, die Leitungen darzustellen. So, Also in Grau gefallen mir die ganzen Küchenutensilien und Kochstellen hier einfach besser. Das Braun wirkt teilweise nicht so. Also auch auf den Bildern sieht es eher Silber und Grau aus. Das ist alles Silber. Deswegen kommt das hier teilweise besser. Ich frage mich, was das mit den Knöpfen und den Flaggen sein soll. Das soll halt Schubladen darstellen. Ja? Ja. Das sieht ein bisschen komisch halt so aus. Ja, aber das mit den Vorhängen wird äußerst kritisch auf so einem großen Schiff, bitte. Oh ja. Hust, Duchess of Bedford. Das war eine Qual in jeder Kabine, Vorhänge. Okay, was haben wir hier hinten? Irgendwas sagt mir, dass das kein Klo ist. Steht irgendwas, kann ich nicht lesen. Ich weiß zwischen welchen beiden Leuten ich bin. Ich weiß zwischen wen es sich entscheiden wird. Zwischen Portalus und Sun oder was? Nein. Annexe. Achso, du meinst, wer rausfliegt. Ja, genau. Was ist denn bitte Annexe? Es ist Anbau eigentlich. Also, weiß ich, ob man damit einfach einen Zusatzraum meint oder ob hier wirklich was angebaut wird. Keine Ahnung. Ich weiß, das ist nur beim Geschäftsbriefen scheinbar immer, weil es ist der Anbau. Also Leute, falls ihr was vorhabt heute Abend, Entscheidung mit schwer. Weil ich ganz genau weiß zwischen mir. Also der Küchenraum, der wirkt ein bisschen leer, aber hier vorne ist er leer, hier hinten geht, aber hier vorne ist es leer. Und? Ja, aber wenn du auf den Plan guckst. Da haben wir übrigens wieder Dr. Whopper und sein Bruder, Dr. Also, Burger. Es könnte auch sein, dass es einfach nicht zu leer ist, sondern dass er die Räume einfach zu gigantisch gebaut hat, das kann auch sein. Ja, weil wenn du auf den Plan guckst, der Bereich hier zwischendrin, der existiert in der Größe gar nicht. Haben wir mal ausgemessen, wie umgerechnet Queen Mary Breite und das eigentlich mal nachgeguckt jetzt bei den... Weil ich meine, das ist machbar, ne? Also das sollten die eigentlich alle schon gemacht haben. Aber die Flure kommen ja weißt du, zwischen dem Kochbereich hier und den Schränken sollten maximal 2 Blöcke Platz sein. Warte mal, ich guck das jetzt mal nach, weil das sollten die schon alle gemacht haben. Ach, hier kannst du ein bisschen tanzen. Das ist wie bei Poseidon dann, Happy New Year und so und Silvesterfeier. Ja, aber das solltest du nicht. Und dafür ist hier hinten das viel zu beengt. Also habe ich nur das Gefühl, Robin, von hier ist auch das Farbfoto oder das Postcard, ne? Warte. Das ist doch so hier. Das sind doch diese Wände hier und diese Säulen hier, diese durchreichen Fehler am Platz. Ja, eigentlich ist das offen. Ja. Die Mitte ist offen eigentlich. So, liebe Damen und Herren, wir haben eine ganz tolle Breite, nämlich eine ist Breite. Ist die Mitte eigentlich bei Sun offen? Bei Sun war die offen. 65. Okay. Das kann man auch vom Plan aus auch schon so interpretieren. Wobei, ja, die Mitte muss offen sein, generell. Also. Das kannst du vom Plan her aber auch schon interpretieren. Also rein theoretisch, Herr Küpper, fliegt das Schiff sogar 2 Blöcke zu schmal gemacht an der Stelle. Aha, interessant. Weil das ist insgesamt 65, das ist genau umsetzbar. Was ist denn das hier? Was, wo bist du? Okay, Sun hat es genau richtig gemacht. Ja. Hängen Kühe. Die haben aber vorne eine Teilung.
Aber ich finde es trotzdem komisch, dass er diesen Ausgang nicht gemacht hat. Es fehlt doch noch die Tür und außerdem fehlt dieser Brotlocker am Eingang dahin, warte, auf der anderen Seite. Wo? Ah ne, warte, Moment. Hier hinten. Suchen Sie wieder Brot. Nein, aber hier fehlt doch was. Das? Da ist ja Brot. Ja, wenn man auf den Bauplan schaut, dann da fehlt doch... Ne, der Bierlocker war das. Und die Glaspantry. Ah ne, Moment, das ist hier. Kevin Glaspantry. Ah, verstehe. Warum hat denn der... Das ist nicht beschriftet. Eigentlich müsste hier eine Wand sein. Genau. Okay. Okay, also die Decke ist hier teilweise jetzt hat hier jemand die Kappe umgekehrt. Das ist was mir an der, ne? Ganz ehrlich, was mir an der Decke nicht gefällt, ist die Ceiling. Ja. Die Richtung der Ceiling ist für mich falsch. Spanten laufen nicht in der Längsseite, die laufen quer. Mhm. Und in den einzelnen also Rohren ist keine mehr drin und diese Rohre sind viel zu detaillos und langweilig. Hm. Also auf jeden Fall, er hat das Schiff zwei Blöcke zu schmal gemacht. Sun? Sun hat es genau richtig gemacht. Hm. Okay. Dann können wir aber zum nächsten gehen, oder? Ja, und welchen willst du davon? Und dann beende ich auch erstmal die Aufnahme und mache einen neuen Take. Gut, nächster okay, Take, Portalus. Okay, Max, mein erster Punkt gleich, wenn du hier reinkommst, viel zu holzig. Es ist viel zu holzig. Viel zu holzig? Mein Punkt ja, ist zu viele Holzzäune und da Holz. Hätte man dann auch schon Eisenplatten nehmen können, weil das ist alles Silber, es ist kein Holz. Ja, die Platten oben als Rohr. Nein, oder hier, was? Max, hier. Das alles. Da, Eisenfalltüren. Ist alles Silber. Das ist alles Silber. Ja. Und es sind auch nicht durchgehend Waschbecken, also. Ja, vielleicht sind die durchs Kopieren falsch. Vielleicht hätten die so sein müssen, keine Ahnung. Wir hätten die sein. Aber das ist. Was sind das hier eigentlich? Geklappt. Aber das ist echt alles. Der Teilreichtum in allen Ehren, aber das hier ist, wirkt wieder. Also das von Sun wirkte angenehm. Das hier wirkt so extrem überladen. Ja, liegt aber auch dran, dass. Hat er hier Lichtschächte eigentlich? Naja. Sind das Lichtschächte oder? Auch allgemein von den Farben her gefällt mir Sans aber auch besser, weil dieses Helgrün die Optik finde ich jetzt eigentlich schlecht hier. Breadroom, hier wäre Brot, Robin. Brot? Ja. An ein paar Stellen hätte man, glaube ich, an den Falschen sparen sollen hier. Also was hat Sans? Sans hat das Hellgrün benutzt von der Keramik, ne? Ja. Das hier, ne? Ja, das hätte ich hier auch lieber benutzt, weil das hier ist zu knallig. Es knallt ordentlich. Ja, hier ist zu viel Holz drin, das stimmt. Ja, wobei, wenn du aufs Foto, wenn du auf die Postkarte da guckst, ich weiß nicht, das ist auch schon ziemlich knallig grün. Ja, aber das andere knallt ja auch noch ein bisschen, aber das, also ich finde, wenn du die beiden Blöcke mal vergleichst, ist das schon. Passt da eine, ja. Der die Keramik schon. Tong finde ich da doch zu knallig. Ja, hier gibt's wenigstens keine Tanzfläche, so wie im letzten. Aber er hat hier durchgehend alles in Rot, ne? Mhm. Also die anderen haben da wenigstens noch variiert aber mit den, Nicht direkt, der, Nee, nur Sun. Auch Creeper Freak, da ist auch was anderes. Schon, da ist auch noch was. Also ich muss aber auch mal sagen, wenn ich in Suns Küche reingegangen bin, sahen die ganzen Tische und Utensilien unterschiedlicher aus als hier. Also ich finde es doch etwas eintönig. Ja, weil hier die ganzen Falltüren so... Ja, wir haben anders gelöst. Mit den Türen und Knöpfen. Stimmt. Und so, mit Treppen und so weiter. Das war ja doch, das hat besseren Kontrast gegeben. Das ist echt ein bisschen zu einseitig, ja. Mir gefällt das einfach nicht, dass hier überall die Falltüren dran hängen. Robin, sind das hier eigentlich Luftschächte oder Lichtschächte? Wo? Oder was sind das hier? Die sind immer wieder mal. Das wirkt alles so ein bisschen. Da müsste ich mir die Luftschächte, ich glaube, das sind Vents von oben. Aber ich habe einen glaub. Aber das Regal gefällt mir hier. Das muss ich ehrlich sagen, das Eisenregal hier gefällt mir ganz gut. Das ist ein nettes Konzept. Hm. Leicht zu bauen? Ja. Ja, das kann man auch gut übernehmen. Hey, das ist die Wahrheit. An alle Zuschauer, in Wahrheit wollen wir diesen Contest gar nicht machen, damit ihr was gewinnt, sondern einfach nur damit wir Ideen klauen können. Ja, nee, wir haben es schon mal gesagt, wir lassen uns auch gerne inspirieren von neuen Ideen und wenn wir sowas mal sehen. Warum nicht? Mhm. Habt ihr die Chance, uns zu beeinflussen? Ja. Farben und alles. Außer bei Pollern. Bei Pollern, da reagieren die Menschen sehr aggressiv. Oh, was ist denn hier? Annex.
Aber ein paar Sachen sind echt... würde ich einfach von der Bewertung weglassen, weil manche haben sie nicht und es ist halt dem einen Plan nicht drauf, auf dem anderen ist es drauf. Was ist eigentlich dieser Schacht im Boden hier? Entweder zum Ablaufen oder... Das ist irgendwas Electric... da ist es. Electric... Toasters. Ich weiß noch nicht, was Toasters... Da kann man jetzt mal gerade mit Google fragen. Entweder Toasters, also elektrische Toaster, was keinen Sinn ergibt, weil warum soll die im Boden sein? Oder Toaster... Kommt der Toaster aus dem Boden raus? Kannst du dich mal mit einem Eimer daneben stellen und die einfangen? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich mal so auf ein paar Details konzentriert, also sich ein paar Details genauer anguckt, die sehen schon nicht schlecht aus. Ja. Na. Klar, wenn man das jetzt im Gesamtblick hat, sieht das alles so ein bisschen Mischmasch aus. Es sieht nicht so angenehm aus zum Anschauen. Aber wenn man dann sich die einzelnen Sachen mal raussucht, dann sind die echt nicht schlecht. Also das Einzige, was mich hier eigentlich wirklich stört, ist, dass hier zu viele Falltüren sind, aber ansonsten... Angenommen, wir machen das weg, dann habe ich ja... Gut, bei mir ist es jetzt im Resource Pack ein bisschen anders, aber dann haben wir halt Holztextur. Dann muss man es mischen, mit Knöpfen und Dings und so weiter. Ach ja, Max hat hier seine Textur drin, das heißt, die ganze Holz ist bei ihm Dunkelholz und ohne Löcher dabei. Es sind die Holzfalltüren, Leute, ihr wisst ja, wie sie aussehen. Aber wie gesagt, selbst wenn man die Holzfalltüren so lässt, hätte ich sie nicht aus Holz, sondern aus dem Eisen gemacht. Wovon ich ein bisschen begeistert bin, sind diese Gullis hier. Die Gullis. Gott, wo bist du jetzt? Das ist so ein schönes Detail, das haben die anderen beiden nicht. Stimmt. In der Küche gibt es auf dem Fliesenboden immer mittendrin irgendwo welche Gullis zum Ablaufen. Ja, oder okay. Sogar teilweise. Das waren eigentlich die Vents oben in der oder Welt? Teilweise auch ganze Ablaufrinnen, die mit so Gittern auf sind. Das gibt's, habe ich auch schon auf Bildern schon gesehen. Okay, Leute. Ich habe jetzt eigentlich schon wieder ziemlich guten Eindruck bekommen. Ja. Und damit kommen wir auch schon zu Goku. Auch noch angemerkt, er hat auch die richtige Breite, Portalus. Dann lass mal Doku. Battle Pins. Zwei Blöcke zu breit, also Doku ist zu breit. Ja. Sinnbar. Es wird hier auf jeden Fall sehr... Ja, ich habe euch ja schon angeteased, zwischen wen sich das entscheiden wird. Und ja, es wird interessant. Ja, aber von der Deckengestaltung hier ist es besser, auf jeden Fall. Ja, aber von den Utensiliengestaltungen finde ich es nicht besser. Ja, das ist ziemlich lang. Aber das ist wieder Holz hier, Holztische. Das hat Creeper Freak nicht und es ist kein Holz, es ist immer noch Metall. Ja, hier ist zwar Metall, aber hier sieht es sehr langweilig aus. Und wir hatten unterschiedlichen Boden an den Einstellen damit. Also diese Variation da. Also das ist wirklich viel zu viel Holz hier. Na, wir haben von den Seitenräumen keine Fotos, ne? Wir wissen nur den Hauptraum eigentlich, theoretisch. Okay. Wir kennen die Küche, wir können auch ein bisschen schneller durchgehen. Wir kennen ja alles. Dass sie wirklich Holz verbaut haben. Ist sehr, sehr unpraktisch später in Küchen. Hier fehlt Licht. Um Gottes Willen, was ist das denn? Anbau. Der Annex. Aha. Aber ihr müsst doch theoretisch wieder bei Portalus, war hier irgendwo eine Treppe. Warum ist hier keine Treppe? Gibt's verschiedene... Die kam von der anderen Seite. Ja, Max, du hast die falsche Version. Nein. Falsche Version? Ich hab dir noch eine andere geschickt, aber da ist nicht viel. Der hat halt ein paar Köpfe hinzugefügt und so, die jetzt natürlich fehlen. Aber eigentlich ist das schon wichtig, aber okay. Ich hab dir noch eine neue Version geschickt, das habe ich dir geschrieben, aber du liest meine Nachrichten ja nicht. Okay, also stellen wir uns jetzt noch ein paar Köpfe mit dazu vor. Okay, also gibt noch einen Bonuspunkt für die Arbeit mit den Köpfen. Habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber offensichtlich habe ich dann da die neue Version übersehen. Aber bitte Leute, wenn ihr mir was zuschickt, nochmal drüber gehen, gucken, dass alles passt und dann schicken und nicht 1000 Versionen hier reinschicken und dann muss ich immer wieder aktualisieren. Das ihr seht schon, irgendwann verdattel ich es halt einfach. Ja, aber ich finde es teilweise etwas lieblos gestaltet, weil es immer das gleiche ist. Ich glaube, hier viel zu breit eigentlich. So. Ich muss nur sagen, es ist auch zwei Blöcke zu breit. Das kann sein. Ja, auch hier wieder, also diese ganzen Küchen sind auf jeden Fall schon mal besser als das, was ich so kann. Also dieser Clerk Room hier. Normalerweise sind hier zwei Schreibtische und zwei Stühle drin, das haben die anderen auch so gemacht.
Und das hier ist viel breiter als normal und das sollte man doch ein Büro reinkriegen und nicht nur einen Tisch. Ich glaube, da können wir einfach davon ausgehen, dass die Maße hier im Allgemeinen etwas verschoben sind. Oder? A-Deck. Der ist B-Deck. Ja. Server Sync, aha. Ja, also ich bin aber jetzt auch schon wieder überall durch, ne? Tschüss. Nein, Drash. Was Drash. Ist ein Drash? Das Drash. Internet scheint sich jetzt wieder verabschiedet zu haben. Okay. Also ich bin hier durch. Ja, ich auch. Okay, gut. Das heißt, ich mache jetzt erstmal die Aufnahme aus. Liebe Zuschauer, ihr habt auch alles gesehen. Und ja, die Jury muss ich jetzt erstmal beraten und danach werden wir uns im Wintergarten des Imperators wiedersehen. Gut, da sind wir also zurück, haben eine Entscheidung getroffen. Und wir sind jetzt hier nicht bei DSDS, auch wenn das Format ähnlich gestaltet ist. Von daher muss ich jetzt hier nicht, ich muss jetzt hier nicht Dr. Fleischhauer reinkommen lassen und so einen Scheiß, sondern wir machen jetzt einfach kurz und schmerzlos. Es hat sich dann entschieden zwischen den beiden schlechtesten natürlich logischerweise. Ach, dann mussten wirklich? Wir, ja, dann mussten wir zwischen Creeper Freak und zwischen Doku entscheiden, weil die einfach am detaillosesten waren im Vergleich. Und ja, es war hart, dann haben die Leute natürlich den Typ nochmal angesehen und mit einer überwältigenden Stimmenanzahl, mit einem Vorsprung von insgesamt hier 5-1, hat die Jury sich dann gegen Creeper Freak entschieden. And another one bites the dust. You are 046, Popeye. Yeah, yeah, I can count. You know that means you suck. Creeper, das war wieder etwas zu knapp, also wirklich zu knapp. Und von daher konnten wir dich leider nicht mit ins Halbfinale nehmen, auch wenn wir das gerne gemacht hätten, weil du teilweise schon ganz nette Sachen abgeliefert hast. Das Fronstreppenhaus, das hier keiner gesehen hat, ist eine ausgewählte Klientel. Das hast du ja gut gemacht mit deinen guten Quellen und Schande über mich. Und jetzt hat es aber einfach nicht mehr gereicht an der Stelle, aber es ist völlig knapp, also es waren jetzt hier Entscheidungen. Doku hat dann einen Treffer kassiert, aber hat nicht gereicht, ne? 5-1 ist einfach eindeutig. Und von daher, congratulations Doku, you are in the semifinals, habe ich das richtig? Ich glaube ja. Semifinals, okay, Robin will contact you. Dann machen einfach, wir machen das einfach alles über Robin. So, okay, und jetzt möchte Drash aber nochmal was zu Sun sagen, weil die Einsendung wieder die beste war. Ja, und zwar ist das ein bisschen auffällig, wenn man bedenkt, wie Suns Leistungen sonst wohl sind, von dem, was man hört. Janis arbeitet ja immer wieder gerne im Team mit ihm zusammen. Also Janis. Kommen wir zum Punkt. Das klingt so, als ob ich ihn, ob ich irgendwie Stripclub besitze oder so. Hey, ja, ja, ja. Nee, also es ist ja mittlerweile kein Geheimnis, dass Sun ja auch mit anderen Leuten zusammenarbeitet in einer größeren Gruppe. Da hatten wir ja schon während der Casting-Runde hatten wir ja schon das Problem. Wer tippt da jetzt wie blöde? Sorry. Danke, Jo. Während der Casting-Runde hatten wir ja schon das Problem, dass Sun und seine Gruppe ja drei Einsendungen reingeschickt haben, glaube ich, waren das. Ja. Alle drei waren makellos super gut. Was bedeutet, beziehungsweise was darauf schließen ließ, dass die alle drei Schiffe gemeinsam gebaut haben. Das waren nicht drei Einzelprojekte, sondern drei Gemeinschaftsprojekte, die dann nur auf einzelne Personen verteilt worden ist. Und das hat uns damals schon irgendwie angekotzt, dass die Leute ein großes Gemeinschaftsprojekt machen und das nicht einmal einsenden, so dass sie sich als Gruppe anmelden, sondern halt, ja, wir schicken das, wir schicken drei verschiedene Schiffe, die wir aber alle gemeinsam gebaut haben, ein, um unsere Gewinnchancen zu maximieren. Wir bauen das alles gemeinsam, damit wir hier gemeinsam gewinnen. Und das sieht halt bei Sun jetzt momentan genauso aus. Dass momentan alles, was Sun einschickt, nicht er allein gebaut hat, sondern er gemeinsam mit seinen Leuten. Sorry für den Vorwurf, aber es sieht einfach im Moment danach aus. Und mir persönlich geht das irgendwo gegen den Strich, weil die Leute sollen, wenn sie hier teilnehmen, sollen sie zeigen, was sie auf dem Kasten haben und nicht was, was ihre Gemeinschaftsgruppe auf dem Kasten hat. Das, wie soll man sagen?
das wäre ja so, als wenn du als beruflicher Sänger, der schon jahrelang was auf dem Kasten gehabt hast, jetzt bei DSDS anfängst und dann ohne Probleme durchs Casting kommst und ohne Probleme in die Top 10, weil du hast ja eigentlich schon die Vorerfahrung, du bist schon jahrelang eigentlich in dem Geschäft drin und was willst du dann eigentlich bei DSDS? Nur zeigen, dass du das vorher schon irgendwie konntest, beziehungsweise in diesem Fall, dass deine Gruppe halt aus Leuten besteht, die das voll auf dem Kasten haben, die einzelnen Bereiche, aber halt andere Bereiche nicht können. Ich weiß nicht. Dann meldet euch doch einfach als Gruppe an, macht ein Gemeinschaftsprojekt und geht als Gruppe weiter, aber nicht so irgendwie hinterrücks, bitte. Ich denke mal, es ist einfach, wir hatten am Anfang diese, wie hieß das Schiff noch, Neu-Berlin, oder? Mhm. Ja, aber nicht nur die, da waren ja noch zwei andere dabei. Ja, schon klar, aber in dieser Neu-Berlin haben wir halt einfach alle Stile vereinigt gesehen, hauptsächlich Alexius, wie wir uns noch alle zurückerinnern. Mhm. Okay, da haben wir gerade ein kleines Problem, da sind wir bald wieder zurück. Wollen wir aufklären? Damit habe ich wieder Power und ich glaube, du warst gerade irgendwie, wir waren gerade dabei, Sun halt, na, aber ich glaube, das Thema ist jetzt auch durch. Also noch ganz kurz dazu, ja, das ist jetzt ein böser Vorwurf und wir haben auch keinerlei Beweise, die das bestätigen. Es ist jetzt einfach nur das, was uns persönlich so aufgefallen ist. Und das wird halt wahrscheinlich den weiteren Vorangang dieses Contests auch nicht weiter beeinflussen. Ich wollte das nur einfach mal gesagt haben, weil mich solche Sachen, solche Aktionen persönlich ziemlich ärgern, wenn sowas auffällig wird. Ja, also wir haben ja jetzt wirklich keinen Einblick darin. Die Ansendung war die beste immer wieder, es war sehr detailreich und ja, das ist das, worauf wir natürlich hier hauptsächlich gucken. In Zukunft ist natürlich dann seid ihr angehalten, beziehungsweise bist du angehalten, es dann natürlich was von dir zu zeigen, also zu zeigen, was du kannst. Ja, wenn man vielleicht mal jemanden mit dabei hat im Team, wo man sagt, pass auf, ich habe jetzt hier gerade ziemlich viel auf einmal zu tun, irgendwas mit Wänden oder mal irgendwie Lampen oder was weiß ich, was da so für Zeug anfällt, dann kann man mit dem ja mal ein bisschen durchgehen, einfach um schneller voranzukommen. Aber man selber muss natürlich die Federführung übernehmen. Also man kann sich jetzt nicht von anderen Leuten dann irgendwie das Zeug einrichten lassen, sondern man selber muss denen sagen, was sie machen sollen, wenn sie einem helfen. Dass die einfach nur eine zusätzliche Hand sind. Das ist eigentlich das, was ich auch gemeint habe mit so Teamwork. Das ist okay, wenn man sich dann einfach Helfer noch mit dazu holt, damit einfach das Tempo hochgehalten wird beim Bau. Ja, wir werden gucken, was halt die nächsten Einsendungen ergeben. Wir werden auch dann noch gleich gucken, was die nächste Aufgabe ist. Ihr kennt das ja, wir werden die nächste Aufgabe verkünden. Da werde ich nochmal eine neue Aufnahme machen. Und ja, nochmal zum Zusammenfassen. Wir haben jetzt also Sun im Halbfinale, wir haben Portalus im Halbfinale. Und Doku, der es schon öfter versucht hat, jetzt endlich geschafft. Und es ist auch im Halbfinale, nur noch drei. Ne? Das heißt, wir haben noch zwei Folgen Kronos Contest. Und dann gucken wir uns am besten gleich an, was sich die Jury fürs Halbfinale ausgedacht hat. Gut. Ja, wir haben nochmal kurz gesprochen. Die nächste Aufgabe, ich meine, wir haben jetzt Halbfinale. Und ihr wisst ja, je höher ihr kommt, ihr drei, desto schwieriger werden die Aufgaben, desto länger wird es dauern. Und desto heftiger wird es einfach. Und das ist halt ja auch der ultimative Contest, deswegen wird es einfach jetzt heftig. Ihr werdet 3 Wochen Zeit haben für diese Aufgabe, allein das ist schon ein Warnsignal. Weil 3 Wochen ist auch schon ordentlich. Und zwar haben wir uns gedacht, ihr baut das A-Deck der Avatea. Das ist ein Schiff, das, keine Ahnung, könnte das irgendwie jemand hier mal ein bisschen genauer vielleicht? Von der Union Steamship Company Australien, Neuseeland. Okay. Die Ecke. Jo. Also ihr bekommt von mir dafür natürlich entsprechende Quellen, ihr bekommt 2 Links, einfach mal wieder in die Videobeschreibung gucken, ich werde euch das alles verlinken, was ihr braucht. Ihr bekommt von mir dann auch nochmal so einen Reiter mit dem endgültigen Abgabedatum, ich würde euch bitten, dieses Datum dann auch einzuhalten, 3 Wochen ist eine ordentliche Zeit. Holt euch Leute mit ran, die euch zur Hand gehen, aber die nicht für euch den ganzen Scheiß machen. Keine Designs bauen. Ihr habt die Federführung. Wenn ihr allein baut, dann müsst ihr halt auch irgendwie gucken, also na, wir müssen natürlich nur im Contest, wir können da nicht ein halbes Jahr auf eine Einsendung warten, sondern wir müssen halt auch gucken und das ist jetzt auch nicht so extrem, also das Schiff ist kein Mega-Liner gewesen. Es ist schaffbar, wenn ihr da mal ein bisschen euch erstmal einen Überblick vielleicht verschafft mit Hilfe der Quellen, die ihr kriegt. Und Doku, Robin, I said it before, Robin will contact you and he will explain the next task to you, so don't worry.
Nur noch mal als Information, falls irgendwelche Missverständnisse. Promenadendeck mit der ersten Klasse Promenade und den ersten Klasse öffentlichen Räumen und hinten die zweite Klasse Promenade mit den zweiten Klasse öffentlichen Räumen. Das, den Bug, das Brunnendeck brauchen wir nicht, wenn wir die abschneiden. Auch hinten, das hinter dem zweite Klasse Haus, das könnt ihr theoretisch auch abschneiden, das brauchen wir auch nicht. Ihr macht, wenn ihr es machen wollt, könnt ihr gerne tun, aber brauchen wir nicht. Also letztlich, worum es uns geht, ist wirklich die Promenade, erste und zweite Klasse, der Mitteltrakt des Schiffes. Ja. Also das, was man eigentlich auf dem Deckplan, was sieht man auf dem Deckplan alles? Sieht man den Bug mit? Ja. Ja. Was aber Spaß alles. Ja. Okay. Also wirklich nur das Zeug, was auf dem A-Deck halt vorhanden ist, weil eigentlich ist ein Bug ja schon niedriger, das A-Deck, aber irgendwie ist der da trotzdem mit drauf. Ja, also Michael hat es eben erklärt, haltet euch am besten dran, nicht, dass ihr euch zu viel Arbeit macht, so wie du damals. In seiner zweiten Klasse von der Queen Mary. Und sonst, falls Fragen sind, können wir das in den Kommentaren klären oder auch persönlich. Duke hat sowieso hier seinen Kontakt und der Rest hat mich ja in Discord. Dann können wir miteinander sprechen oder schreiben. Und ja, ihr habt alles, also die Sachen sind klar. Von daher freuen wir uns auf jeden Fall. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall dann auf ein spannendes Halbfinale in 3 Wochen. Und ja, ich kann mich verabschieden. Ist noch was bei euch? Wollt ihr noch was sagen? Nein? Okay. Dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal und bis dahin, Leute.